Hallihallo ihr Lieben, na ja, so sieht das aus hier. Das ist dieser kleine bescheidene Hort rund um die Welt von Pokémon, glaube ich. Irgendwie so, naja, jedenfalls so wäre es schön, so wäre ich motiviert mit diesem schönen Wetter da draußen. Aber in der Realität sieht das Ganze ein bisschen ekelhafter aus, nämlich so. Und da sage ich euch, wie es ist, da bin ich nur noch müde, schlapp und irgendwie kommt man zu nichts. Naja, wie dem auch sei. Deswegen heute also mal wieder ein Video aus dem Inneren des Hauses. Und mit Inneren meine ich eigentlich das große, weite Cyberspace. Denn, Achtung, wir schalten wieder um zum großen Spiel der Spiele, was wir alle kennen und lieben. Hallo, Pokémon TCG Online, I know. Und damit nochmal Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Gigagreeby von Gigalabastia, den kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und, ja, wir sind hier. Und ich bin nicht alleine, bevor ihr wegschaltet. Ich habe mal wieder einen Stargast dabei, nämlich, ihr kennt sie, ihr liebt sie, sie war schon ein paar Mal hier dabei, die liebe Shellum. Hallo. Hallo, ich finde es gut, dass du mich mal mit Stargast ankündigst. So. Möchtest du kurz nochmal erzählen, was uns hier gerade passiert ist, weil die Zuschauer wissen es ja nicht. Also, wir haben vor diesem Video hier, haben wir ein Opening aufgenommen, also auch ein Online-Opening. Und wir hatten davor schon privat ein paar Booster geöffnet. Das war von der Pullrate schon echt krass. Dann hat Liga gesagt, er schmeißt die Aufnahme an. Wollte er auch tun, dann haben wir nochmal krasse Hits gezogen und es gab auch sehr nette Gesprächsthemen. Und dann stellte sich leider am Ende heraus, dass nicht aufgenommen wurde. Weil ich einfach geil bin, Leute. Ich bin einfach ein Genie. Ich habe einfach das komplette YouTube-Ding durchgespielt. Ja, schade ist es. Naja, jetzt sitzen wir wieder hier. Und es ist so ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer, ne? Jetzt kann ich dich wieder fragen, was für Hits hatten wir denn? Ja, wir hatten ein Secret Rare Alola Vulpix V-Star. Das genau. Ist übrigens auch mein Favorite Pull aus das, dieser gesamten, ja. Die wir hatten. Dann hatten wir noch einen Secret Rare Hit und zwar die V... Wie heißt denn diese Energie? Nee, es ist... Doch, V-Schutz. Doch, die V-Schutz-Energie. Genau. Die haben wir gezogen. Ja. Dann gab es nette Trainer Galleries von Rosana. Warte. Mal kurz hier nochmal Pokémon. Rosana. Nee, Rosa, Rosana. Hä? Achso, ich bin immer noch bei Energien, ja. Achso. Ja, so passiert das nämlich mit dem Nicht-Aufnehmen. Hier, das ist sie. Noch die Serena mit Utena Trainer Galleries. Stimmt, die haben wir ja auch gezogen. Zum ersten genau, Mal. Das war ja, ja. Ja. Der Goldkarte. Dann gab es noch eine V-Trainer Gallery von Surprise. Und dann gab es noch das Sakian V, ne? Genau, da, ich habe nämlich dann noch, weil ich Karten brauchte aus dem Set, habe ich noch Schwert und Schild geöffnet. Und da war einfach diese geile Sakian-V-Karte noch mit dabei. Und wir haben noch, du hast was vergessen. Skunk-Teil? Ja, genau. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir das im Video oder vorher geöffnet haben. Ach so. Aber eine Full-Art-V-Karte, ja. Auf jeden Fall. Also das sind schon krasse Hits gewesen, ne? Ja, da haben wir wirklich krasse Sachen. Es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es so weitergeht. Dass wir nochmal sowas krasses ziehen. Aber Leute, aber lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo und ein Like da für unsere Mühen, die wir hier reinbuddern, dass wir jetzt uns nochmal hinsetzen und nochmal die Karten auspacken und versuchen, diese Gespräche zu rekonstruieren. Weil ich hatte dich ja anfangs gefragt, was du sagst zu der News von gestern. Du hast ja auch schon einen Kommentar geschrieben, wie viele von euch. Danke übrigens für den Support. Das Video ging richtig gut ab. Vielen, vielen Dank. Mega nice. Und du bist ja auch so zwiegespalten, ne? Ja, also ich finde den grauen Rand, ich sammle keine japanischen Karten, Feuer. Vielleicht kaufe ich mir Stahl V-Star Universe als Display, ich bin aber noch im Moment, weil bald ist Weihnachten, das kostet mal viel Geld, da will ich jetzt nicht in ein Display investieren. Ich fand den silbernen Rand aber immer sehr schön, wenn ich Openings geguckt habe von japanischen Karten und deshalb bin ich positiv gestimmt, was das angeht. Beim Rest muss ich sagen, die Preiserhöhung ist natürlich nicht so cool, ich hoffe sehr, dass die Preiserhöhung vielleicht auch mit gesteigerter Qualität einhergeht, weil man muss ja sagen, dass Silberne Sturmwinde, also Pokémon Go müssen wir gar nicht drüber reden, aber auch Silberne Sturmwinde hat teilweise Karten, das also finde ich meiner Meinung nach schon frech. Ja. Und wenn die Karten teurer machen, aber die Qualität gleich bleibt, ist es auch einfach nicht mehr fair. Das stimmt. Ja, und so ist es. Oh, die kennen wir ja. Schon zweimal gezogen, jetzt auch online, geil. Ich habe sie auch gezogen. Stimmt. Aber eine schöne Karte. Wirklich schöne Karte.
Doppelhit, Doppelhit, Doppelhit. Oh, nee. Ja, ein halber Hit. Die fehlt mir noch. Die habe ich noch nicht. Du hast die, glaube ich, gezogen. Mir fehlt die noch. In Real Life, aber nicht in Holo, Real Life. Oder? Ich weiß nicht, ob es die auch in. Auch in. Na, wenn es die als Holo gibt, gibt es die nicht als Regular Rare, aber vielleicht als Reverse Rare. Mm, oder? Okay. Weiß nicht. Ja, Entschuldigung, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich glaube, du wolltest noch was sagen. Alles gut, ich habe viel geredet. Nee, ich glaube, mein Kommentar steht eigentlich alles drin, aber die wichtigsten Punkte sind ja wirklich die Preissteigerung. Verstehe ich, weil es wird alles teurer, ist nun mal so, aber ich hoffe, dass die Qualität dann auch besser wird und den Rand, den finde ich auf jeden Fall gut. Und alles andere ist mir relativ egal. Wasser. Elektro. Ja, und was sie mit anderes meint, das könnt ihr gerne abchecken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Das ist nämlich am Tag vor diesem Video hier erschienen worden. Guck mal, da ist deine Kampfenergie. So, jetzt habe ich auch ein Dodon als Reverse. Wir haben hier einen Tentantel. Toxiquacke. Auch einige neue Karten jetzt hier trotzdem mit dabei. Oh ja, das können wir auch mal nehmen. Den finde ich auch geil. Habe ich auch in meinem Display-Opening darüber gesprochen. Sehr nice. Könnte dem Wii-Pokémon geben. Und das hat dann praktisch diese V-Star-Power. Sehr geil. So, immer mal als kleine Abwechslung und verlorener Ursprung auf. Denn da gibt es ja auch noch einige geile Karten, die ich auch in echt noch gerne ziehen möchte. Ich habe mir jetzt nochmal eine Stadionbox gekauft. Deswegen, weil ich habe einfach Bock auf verlorener Ursprung. Kampf. Pflanze. Danke. So, ach ja, und es gibt noch ein paar andere Infos, Leute. Ich werde nämlich streamen, wenn das Video hier erscheint, 18 Uhr, dann läuft gerade wieder einer. Ah, schade, nur ein Regular Rare. Könnt ihr gerne abchecken auf twitch.tv/gigagreevy, Link in der Beschreibung. Könnt ihr mir gerne mal joinen. Jetzt machen wir noch die Truhe auf, da hatten wir vorhin auch schon eine ausgepackt. Wieder 20 Münzen aufs Konto, jawollo. Und ein Smetpo. Als Holo-Karte. Fusionsangriff. Das ist nice. So. Genau. Also, da kam es nun purpur. Wollen wir gerne weiterzocken. Falls ihr jetzt das heute nicht gleich schafft oder das später erst anschaut, dann könnt ihr mir gerne auch auf Twitter folgen oder zu meinem Discord beitreten. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Oder ihr folgt eben schon jetzt auf Twitch, weil dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich wieder streame. Da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mal mit reinschaut. Denn da wollen wir das Spiel beenden und nächste Woche steht dann ein Glurak-Raid an. Da will ich gerne dabei sein. Elektroenergie. Wasserenergie. Und für die Fans von euch, die gerne wieder meine Deckvorstellung sehen wollen, habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Jetzt ist Pflanze. Und zwar habe ich zwei Decks, auf die ich momentan Bock habe. Und ihr sollt mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gern als nächstes sehen wollen würdet. Yo, noch eine Trainer Gallery. Oha, und auch noch die so ist eine so schöne. Hübsch, ne? Die ist wirklich so, so schön. Das Shadrago. Wer ist sie eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das habe ich mich auch schon gefragt, aber weiß ich, wer sie weiß ist. Vielleicht wissen es die Leute in den Kommentaren. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Das ja, das wäre nice. Und dann haben wir noch einen Doppelhit, Fragezeichen. Nee, es ist nur ein Hutsasa. Hutsasa. So, du hattest noch, ich mache mal noch einen Booster auf, weil du hast noch eine geile Story auf Lager. Ach, weißt du was? Warte mal. Adventskalender? Ja, apropos Adventskalender. Leute, ich habe in der Aufnahme, also in der nicht vorhandenen Aufnahme, habe ich meinen tollen Pokémon-Schokoladen-Adventskalender geöffnet. Das ist so traurig, das konnte ich euch nicht zeigen. Aber ich sag's euch einfach mal, es war ein Togedemaru drin. Ja, das war sehr süß. So, ich sag erstmal hier, in diesem Adventskalender-Booster ist eine Unlichtenergie. Mist, das wollte ich auch sagen, Psycho. Und bei dir ist was drin gewesen heute? Erzähl mal. Also ich habe drei Adventskalender, um mal kurz zu flexen. Ja, ja, meine beste Freundin hat mir auch einen gemacht. Grüße gehen raus. Und Grüße an Marie, die manche Videos schaut sie. Ich weiß nicht, ob sie das schaut, weil ich dabei bin. Ich werde sie einfach schicken und sagen, sie soll es angucken, weil ich sie erwähne. Die hat mir ein Lapras-Plüschtier gehäkelt, das wir hier wahrscheinlich jetzt auch einblenden. Können wir jetzt hier sehen. Hier, seht euch es an. Und es ist sehr süß und sehr wunderschön. Und es ist auch ein bisschen unerwartet, weil meine beste Freundin kann nicht viel mit Pokémon anfangen. Das stimmt. Aber es ist wirklich schön. Es ist also, es gibt ja auch diese Karten, ne, mit diesen gehäkelten Pokémon. Haben wir jetzt hier gerade eins? Nee, leider nicht. Aber wir haben dafür einen Traunmagil als Regular Rare. Warte mal. Es gibt zum Beispiel aus dieser aktuellen Erweiterung das Flauschling hier. Das ist ja auch so gehäkelt. So. Aber ja, hier nochmal Lapras. Also Leute, lasst mal Liebe in die Kommentare da für Marie, weil das finde ich Zucker. Gibt es jemanden von euch, der das auch macht, so mit Häkeln und Stricken? Ist ja jetzt auch wieder so modern, ne? Ist ja so ein Ding geworden, zu häkeln und zu stricken.
während Corona, glaube ich, kam das nochmal so richtig hoch, oder? Ja, neben Puzzeln habe ich auf jeden Fall auch viele Leute gesehen, die angefangen haben mit Stricken. Und ich glaube, Häkeln ist so, also bei Marie war es auch erst Stricken und dann hat sie mit Häkeln angefangen, weil das so einhergeht, wenn du dich da so ein bisschen reinfuchst. Eins machen wir mal noch auf und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken an, ich sage jetzt mal den Namen Marian, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ich habe eine E-Mail bekommen, auf einmal mit 80.000 Codekarten, dachte ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Also danke an alle, die mir immer diese Codes fleißig schicken, vor allem von Silberne Sturmwinde derzeit, ob jetzt bei Discord, Twitter oder Instagram oder per E-Mail. Ganz, ganz großes Dankeschön, weil gerade Silberne Sturmwinde ist wichtig, das kann ich nämlich eintauschen gegen Einzelkarten, die ich für die Decks brauche. Stahlenergie. Feuerenergie. Und ich zeige euch gleich nochmal die Decks. Das habe ich vorhin nämlich irgendwie noch nicht so richtig gemacht. Oh, hier ist wieder Megalon, okay. Und Rotena. Ah, diesmal nur ein Fiyaro, also Reverse. Und ha. Ein Kobanium. Sind die jetzt nicht mehr ganz so krass, ne? Aber trotzdem sind noch. Trotzdem also noch, ja, ja, natürlich, keine Frage. Zwei nette Twenne Galleries gibt's. So, Leute, hier, also. Hisui Zorak V-Star. Die Goldkarte habe ich mir zum Beispiel ertauscht durch die Codekarten von euch. Vielen Dank. Das wäre ein Deck, das könnt ihr euch vorstellen. Ist immer noch Meta, aus verlorener Ursprung. Böllert ziemlich gut, muss man sagen. Kann man noch ganz gut gebrauchen, würde ich euch gerne mal vorstellen. Arbeitet halt vor allem mit diesem Zoroark, Hisui Zoroark, weil man für jedes der Pokémon, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt, 50 Schadenspunkte zufügt. Also der eigenen. Aber ich hätte auch noch das hier. Das Zoroark als Rare-Karte aus Drachenwandel. Das sieht jetzt erstmal nach nichts weiter groß aus, aber ich sag euch eins, dieses Deck hat es tatsächlich bei den Pokémon-Meisterschaften in Stuttgart auf Platz 9 geschafft. Und irgendwie fand ich es ganz geil, dass ein Deck, was viele verschiedene Karten auch beinhaltet, das würde ich euch in Ruhe vorstellen, es in die Top 10 von so einem Wettbewerb schafft. Und deswegen hätte ich da irgendwie Bock drauf. Aber wie gesagt, auch noch Hisui Zoroark wäre da. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was wäre euch denn jetzt erstmal am liebsten. Das würde ich dann als nächstes auch direkt vorstellen. Shellum, du hast ja auch einen Favoriten, ne? Ja, also ich bin für das normale Zoroark, weil ich das einfach sehr spannend finde und das Zoroark V-Star wird ja auch, also das habe ich schon öfter mal gesehen in Online. Ist ja auch krass, in der aktuellen Meta wird ja fast nur noch Lugia V-Star gespielt und dann schafft es halt trotzdem so ein Deck so weit nach oben. Das ist irgendwie nice. Genau, da habt ihr eine ganze Menge, um es in die Kommentare zu ballern. Eure Unterstützung ist mal wieder gefragt. Es ist ein schönes Video trotzdem jetzt wieder gewesen, auch wenn wir vieles wiederholen mussten. Ob es jetzt die News von gestern ist oder das mit dem Lapras, was ich sehr süß fand. Was hatten wir noch jetzt mit dem Deck zum Beispiel? Die Codekarten habe ich erwähnt, Twitch habe ich erwähnt mit den Livestreams, genau. Fehlt noch was? Nee, ne? Da haben wir eigentlich. Nee, ich glaube nicht. War ungefähr so, wie wir es vorhin auch besprochen hatten. Genau. Also insofern, Leute, ich bedanke mich vielmals für euren Support derzeit. Richtig geil. Also gerade auch das Video jetzt über die News vom Freitag. Richtig gut abgegangen. Auch die Top-Trainer-Box Silberne Sturmwinde hat gezogen. Ihr schreibt in die Kommentare, ihr liked vor allem. Und ich sag euch, wie es ist. Das gefällt YouTube und dadurch wird der Kanal auch wieder gepusht. Ich habe jetzt gemerkt, war so eine kleine Flaute mal. Und jetzt geht's wieder nach oben. Vielen Dank einfach dafür. Es ist super geil. Es ist aber momentan, das sage ich auch dazu, schwierig, alles vorzubereiten. Jeden Tag ein Video, jetzt in der Weihnachtszeit. Das Abo-Special fehlt immer noch. Ich wollte noch ein besonderes Opening dazu machen. Es ist wahnsinnig viel. Und dann wollte ich noch irgendwie hier mal die Bude aufräumen. Es ist Wahnsinn. Trotzdem, danke für euren Support. Das hilft mir sehr, da durchzuackern und durchzuhalten. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Morgen, also an dem Sonntag, dem 11. Dezember, dem 3. Advent, gibt es natürlich wieder ein Video. Ich weiß auch gar nicht genau, ob wir dann direkt die Deckvorstellung machen oder ob ich ein Karmesin und Popo-Video mache. Schauen wir mal. Das war's von meiner Seite. Danke, Shellum, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Euer GigaGreevy von Gigalabastia. Ciao, ciao. Tschüss. Niemand kennt der Bergmann hier. Doch, nein. Layton. Layton? Und Mondmarmelade, ja. Kennt ihn auch. Und Mondmarmelade. Ja, Grüße bitte. Max kennt ihn eigentlich stimmt, auch. Stimmt, Max kennt ihn auch, ja. Grüße bitte.